Legend of Zelda Tears of the Kingdom ist gestartet wie eine Rakete. Der Hype war gigantisch, die Verkaufszahlen immens und jeder musste über dieses Spiel sprechen. Aber heute, ein paar Monate später, interessiert sich keiner mehr für The Legend of Zelda Tears of the Kingdom oder eher kaum noch jemand. Oder ein wenig härter ausgedrückt, Tears of the Kingdom ist tot. Aber was genau ist passiert? Über die Qualität des Spiels brauchen wir keine einzige Sekunde sprechen. Tears of the Kingdom ist ein hervorragendes Videospiel und wird Ende des Jahres um den Game of the Year Award bei diversen Magazinen bzw. Shows mitkämpfen und auch einige davon gewinnen. Das dürfte mehr als nur klar sein. Und bevor nun irgendein Troll um die Ecke kommt und sagt, naja, Tears of the Kingdom war ja auch irgendwie dann doch fast dasselbe Spiel mit einem Teil derselben Welt, natürlich hat dann irgendwann da auch keiner mehr Bock drauf, weil man kennt das ja alles schon und es ist eigentlich Zelda Breath of the Wild 1.5. An dich, lieber Troll, sei gerichtet, halt die Fresse. Denn nein, das ist nicht der Grund, warum wir heute eigentlich nicht mehr über Tears of the Kingdom sprechen. Mir ist das zum allerersten Mal sehr bewusst geworden, als wir bei uns innerhalb des Teams über Tears of the Kingdom gesprochen haben oder besser gesagt uns einmal kurz daran erinnert haben, dass das Spiel ja dieses Jahr erschienen ist. Zur Einordnung, bei uns arbeiten mittlerweile über 20 Personen an den verschiedenen Kanälen, also auch an Gaming Clerks. Und all die Personen sind mehr als nur Gaming-affin. Die lieben Gaming und die zocken alle wirklich viel. Und ja, eigentlich fast jede dieser Personen hat Tears of the Kingdom gespielt und war auch hyper im Hype. Teilweise in der Mittagspause wurde Tears of the Kingdom bei uns in einen der Schlafkabinen gezockt oder direkt am Essenstisch oder auch mal hin und wieder am Arbeitsplatz. Aber hey, kann ich nachvollziehen und ich war nicht unbedingt besser. Erst habe ich darüber nachgedacht, ob dieser massive Konsum vielleicht ein Problem gewesen sein könnte, aber nein, es war der massive Hype oder besser gesagt, wie wir heutzutage mit einem Hype umgehen. Das, was ich euch jetzt erzähle, kann man nicht nur auf Videospiele anbringen, sondern ehrlicherweise auch auf Filme, auf Musik und auf Essen, also wenn ich mir zumindest hier Berlin anschaue auch und ehrlicherweise auf alles. Auf alles. Wir leben irgendwie aktuell in einer Generation, wir hypen jeden Scheiß, vergessen ihn aber auch nach ein, zwei Wochen. Oder teilweise vergessen wir ihn nicht, wir ersetzen ihn aber. Das Hypen ist heutzutage eigentlich was Strunznormales geworden und auch eine richtige PR-Taktik. Damals ist ein Hype entstanden durch Mundpropaganda, durch wirklich etwas Außergewöhnliches oder vielleicht auch einfach nur, weil da irgendwie endlich mal wieder was Neues kommt. Mittlerweile erzählt dir aber jede PR-Firma, generell jede Firma oder auch ehrlicherweise viele Leute aus deinem Freundeskreis, dieses oder jenes musst du unbedingt erleben oder wie kannst du das nicht gespielt haben oder wie kannst du das nicht gesehen haben? Ich habe halt keine Zeit, um alles zu spielen oder alles zu sehen. Die Problematik, die sich dadurch entwickelt, ist, dass der Hype ein unglaublich hohes Level erreicht. Und zwar ein Level, welches halt dann auch sehr krass wieder abflacht. Lasst uns mal bei Tears of the Kingdom bleiben. Der Hype, wie gesagt, war bei mir auf über 9000. Also wirklich extrem. Und ich habe es auch genossen, dieses Spiel zu spielen. Ich habe es aber bis heute nicht durchgespielt. Halt teilweise auch, weil mich das Spiel ein bisschen erschlagen hat. Aber viel eher, weil mein Hype-Level halt dann, als ich es endlich spielen konnte, langsam aber sicher auf ein normales Niveau runterging und dann auch schlussendlich auf ein, es ist halt dann doch auch nur ein Videospiel runterging. Als das damals passiert ist, war mir das ziemlich egal. Ich habe die Spiele trotzdem weitergespielt und genossen und es ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich mich schon wieder auf andere Titel gefreut habe oder vielleicht nebenher auch schon was anderes gespielt habe. Die Problematik an diesem extremen Overhypen von allem und jedem ist allerdings, dass wenn wir dann endlich Zugriff haben zu zum Beispiel der Spielesoftware, wie auf ein Level runterdippen, das halt einfach dann eine gewisse Ernüchterung ist. Wir haben irgendwie gar nicht mehr das Gefühl, dass wir richtig Bock haben, jetzt zwei Wochen später immer noch Tears of the Kingdom zu spielen, weil hypen müssen wir es ja nicht mehr, wir haben's. Und allgemein gibt es auch keine Gerüchte mehr oder News, sondern ja, wir haben jetzt ja das Spiel. Dieser normale Status, den wir dann erreicht haben mit dem Videospiel, ist einer, der dazu führt, dass wir uns das nächste neue Hype-Thema suchen. Denn, lasst uns ehrlich sein, wir sind ein wenig süchtig geworden. Daran schuld ist selbstverständlich auch der komplette Social-Media-Content, wo jeder, wie bereits erwähnt, dir erzählt, dass du dieses oder jenes spielen sollst oder dich drauf freuen sollst oder was auch immer. Und das steckt ehrlicherweise an. Oder anders, es funktioniert. Wir als Menschen haben halt eben auch nicht die größte Aufmerksamkeitsspanne. Manche von euch vielleicht mehr, manche weniger, aber
aber naja, ganz ehrlich, wir haben einfach nicht die größte. Das bedeutet, wir können nicht irgendwie 5 Sachen gleichzeitig extrem hypen. Allerdings möchten ja nicht nur so viele Menschen, sondern auch Firmen, dass wir uns auf das nächste Produkt freuen, und deswegen wird ein Hype relativ schnell abgelöst durch eben den nächsten Hype. Bei einem Breath of the Wild war das einfach noch nicht so. Ich weiß, das ist noch nicht so lange her, aber allein in den letzten Jahren hat sich das alles extrem verändert. Und ehrlicherweise nicht zum Guten. Versteht mich nicht falsch, ich finde Hypen eigentlich ganz geil. Mir macht das auch Spaß und ich finde es auch cool, sich übertrieben auf ein Spiel zu freuen. Und wenn man es dann hat, auch übertrieben viel Content noch zusätzlich dazu zu konsumieren oder vielleicht sogar zu machen. Das, was wir aber mittlerweile machen, ist eigentlich, dass wir viel mehr den Hype leben, als dann wirklich das eigentliche Produkt bzw. das Spiel. Das bedeutet, ich glaube, dass ich hin und wieder, und ich glaube ihr auch, zu den Leuten gehört, die eigentlich den Hype an sich geil finden, das Spiel allerdings dann nur sehr gut, aber persönlich den Hype viel geiler finden. Deswegen stürzt man sich direkt in den nächsten Hype, weil es einfach Spaß macht, sich auf etwas zu freuen, weil es Spaß macht, auf etwas hinzufiebern und weil es auch Spaß macht, mit anderen Leuten darüber zu diskutieren, warum dieses oder jenes jetzt geil werden könnte oder vielleicht auch nicht. Das Hypen ist etwas, was irgendwie bei uns sehr viel Platz im Kopf einnimmt. Und generell dieses Gehyptsein ist auch irgendwie ein cooles Gefühl. Ein Legend of Zelda Tears of the Kingdom kann eigentlich nichts dafür, dass es mittlerweile überhaupt nicht mehr im Hype ist oder ehrlicherweise auf Social Media sogar ziemlich gestorben ist. Es ist halt ein Singleplayer-Game, welches man dann auch irgendwann mal erlebt hat oder auch alles gesehen hat. Das heißt, selbst die Core-User, die irgendwie das Ding heute noch spielen, haben jetzt auch nicht mehr so viel zum Neuen herausfinden. Das ist beim Multiplayer-Spiel anders, die leben irgendwie etwas länger, aber den Hype können die auch nicht mehr über gar ein Jahr irgendwie tragen. Und ich muss auch ganz ehrlich zu euch sein, das Ganze wird uns irgendwann sicherlich noch auf die Füße fallen. Dieses extreme Hypen, und ich meine gar nicht auf die Füße fallen im Sinne von wir hypen etwas, was dann hinten raus nicht so sonderlich gut ist, sondern ich glaube, dass eben die Lebenszeit von Videospielen, aber auch von Filmen und Musik, aber wir bleiben wie gesagt bei Videospielen, noch kürzer wird. Bedeutet also, dass jetzt vielleicht ein Tears of the Kingdom 1-2 Monate noch nach dem Release Hype hatte, aber in 3-4-5 Jahren halt vielleicht nur noch eine Woche oder 2-3 Wochen, weil eben so viel andere Medien auf uns einprasseln, weil unser Social-Media-Verhalten uns dazu, ich sag mal so, das erzieht uns zu Goldfischen, und selbst Goldfische haben eine größere Aufmerksamkeitsspanne als ein normaler TikTok-User, und da ziehe ich mich kurz mit rein in die ganze Nummer. Hierzu auch eine kleine Anekdote. Vor knapp 6-7 Jahren hat die YouTube-Chefin bei einem sogenannten Fireside-Chat uns mal mitgeteilt, dass es unglaublich wichtig ist zu verstehen, dass der Zuseher ein Goldfisch ist. Das bezog sich auf die ersten 5 Sekunden in unserem Video. Bedeutet, wir haben 5 Sekunden Zeit, euch, die Community bzw. die Zuseher, in irgendeiner Weise für das Video zu catchen bzw. zu überzeugen. Das kann mit cooler Musik sein, das kann mit einer sehr gut ausgeklügelten Frage sein oder generell auch mit schönen Bildern. Hier gibt es mehrere Formen. Das gängigste ist natürlich, irgendwie eine Frage am Anfang zu stellen und die im Verlauf des Videos aufzulösen. Das Ganze schnürt dann eine Erwartungshaltung, die hoffentlich dann auch erfüllt wird. Ich meine, kein bisschen anders ist dieses Video jetzt hier aufgebaut. Damals hat man eben noch davon gesprochen, dass man 5 Sekunden hätte. Mittlerweile aber haben wir nicht mal mehr eine halbe Sekunde. Schuld daran, in Anführungszeichen, ist TikTok. Wie schnell ihr hier zum nächsten Content-Piece kommen könnt, ist halt einfach extrem. Ihr müsst einfach nur den Finger nehmen und hochwischen. Bei YouTube musstet ihr damals am PC oder auch am Handy Video zurückklicken, dann vielleicht ein anderes Video suchen oder rechts bei den Vorschaubildern, bei den Thumbnails also mal schauen, was als nächstes einen interessieren könnte und so weiter und so fort. Bei TikTok ist es einfach nur ein Swipe. Und der Finger liegt ja eh schon quasi halbwegs ready am Bildschirm. Übertrieben gesagt, bei TikTok ist es so, dass der erste Frame, also das erste Bild, bereits sitzen muss. Ansonsten hat man hohe Wahrscheinlichkeit, den jeweiligen Zusehenden zu verlieren. Diese kurze Aufmerksamkeitsspanne zieht sich eben mittlerweile durch unser komplettes Leben und somit auch auf Videospiele bzw. das Hypen. Ich glaube leider, dass die Zeit vorbei ist, wo wir wirklich über 1-2 Jahre über ein Game reden, weil es einfach so unglaublich spannend ist, es zu erkunden. Ich wette mit euch, etwas Ähnliches wird auch Starfield erleben, und nicht, weil Starfield irgendwie nicht so gut ist wie damals Skyrim, sondern weil wir alle es verlernt haben, auch Sachen einfach mal zu genießen und nicht uns direkt auf das Nächste zu freuen, weil da ist ja was Neues. Und ich weiß, was Neues ist immer interessant, aber manchmal sollte man auch einfach das nehmen, was man bereits hat, und es genießen. Diese olle Floskel wird jetzt keinen großen Bestand haben und es wird alles nur schlimmer werden.
Aber ich wollte euch einmal ganz kurz erklären, warum The Legend of Zelda Tears of the Kingdom gestorben ist. Die Schuld trägt nicht das Spiel, die Schuld trägt nicht Nintendo, die Schuld tragen wir alle mit unserem leider nicht mal mehr Goldfisch-Kurzzeitgedächtnis.